Wichtig für Rentner, fünf Änderungen im Juni 2024. Meine Damen und Herren, Änderungen stehen wieder an für den Juni 2024. Wir machen das ja in loser Folge immer für jeden Monat. Wir hatten im Mai 2024 auch wieder wichtige Änderungen bekannt gegeben. Und jetzt starten wir für den Juni 2024 und wir legen einfach locker, leicht und fluffig mit der ersten Änderung los. Denn Mitte Juni 2024 startet die Rentenerhöhung, meine Damen und Herren. Das ist doch eine ganz klare Sache, eine feine Sache. Die Rentenerhöhung startet Mitte Juni 2024. 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner erhalten ab Mitte Juni 2024 ihre Rentenanpassungsbescheide. Das sind die Bescheide, wo drin steht, wie hoch die neue Rente dann zum 1.7.24 ausfallen wird. Start ist mit den Rentnern, die ihre Rente vorschüssig erhalten. Danach gibt es dann die Rentenanpassungsbescheide für die Rentner, die ihre Rente nachschüssig bekommen. Und die ganze Aktion mit der Rentenanpassungsversendung, also mit der Bescheidsversendung durch den Postrentenservice der Deutschen Post, ist Ende Juli 2024 analog, wie es im Jahr 2023 auch so gewesen ist. Wenn Sie bis Ende Juli, Mitte August Ihren Rentenanpassungsbescheid nicht erhalten haben, bitte schreiben Sie Ihre Rentenversicherung an oder rufen Sie an und fragen Sie, was los ist, warum haben Sie Ihre Anpassungsbescheide noch nicht erhalten. Ja, die zweite Änderung, auch ganz wichtig für Rentnerinnen und Rentner, um Klarheit zu haben, klappt das auch mit der Rentenerhöhung? Bundesrat stimmt aller Voraussicht nach am 14.06.2024 in seiner 1045. Plenarsitzung der Rentenanpassungsverordnung, die durch die Bundesregierung ja beschlossen worden ist, zu. Es würde mich schwer wundern, das sagt mir meine berufliche Erfahrung der letzten 10 Jahre, dass der Bundesrat dem nicht zustimmen würde. Die Länderkammer hat die Rentenerhöhungen immer durchgewunken. Zum 1.7.24 gibt es 4,57% mehr Rente. Und zum 1.7.24, Gott sei Dank, endlich bundeseinheitlich geltender Rentenwert 39,32 € für einen persönlichen Entgeltpunkt. Wir hatten zwar schon zum 1.7.2023 einen einheitlichen Rentenwert, aber der war eben nicht bundeseinheitlich, damals immer noch oder aktuell immer noch für den Rentenwert Ost und Rentenwert West. Und ab 1.7. haben wir nur noch einen Rentenwert, nämlich den allgemeinen Rentenwert. Das ist erstmal eine ganz feine Sache. Ja, und die dritte und wichtige Änderung auch, Zahltag der Rente im Juni 2024. Der 29.06. ist ein Samstag. Kein Rentenzahltag. Der 30.06.2024 wäre an sich eigentlich der letzte Tag im Monat, wo auch die Rente fällig wird zur Zahlung, ist aber auch kein Rentenzahltag, kein Bankarbeitstag, weil das der Sonntag ist. Also für Sie zur Freude, 2 Tage schon früher gibt es die Kohle am 28.06.2024. Das ist ein Freitag. Der Freitag ist der letzte Bankarbeitstag und zwar für alle vorschüssigen Rentner für den Monat Juli. Also dann gibt es am 28.06. schon die Rentenkohle für den Monat Juli, für die vorschüssigen Renten und für die nachschüssige Rente für den Monat Juni, also für den laufenden Monat Juni, dann am 28.06.2024. Na prima, jetzt die vierte Änderung und zwar geht es wieder mal um die Frage, welche Geburtsjahrgänge können zum 1.6.2024 erstmals in Rente gehen. Da legen wir los mit der Regelaltersrente. Und zwar können die Geburtsjahrgänge vom 2.5.1958 bis einschließlich 1.6.1958 mit Vollendung des 66. Lebensjahres und 5 Jahre allgemeine Wartezeit in Rente gehen. Diese Rente ist immer ohne Abschlag. Dann haben wir die Altersrente für langjährig Versicherte. Da können die Versicherten erstmals mit Vollendung des 63. Lebensjahres in Rente gehen. Und da starten die Geburtsjahrgänge vom 2.5.1961 bis einschließlich 1.6.1961 am 1.6.2024 in diese Rente. Natürlich brauchen diese Leute 35 Jahre Wartezeit und sie werden einen knüppeldicken Abschlag in Kauf nehmen, wenn Sie dann tatsächlich zum 1.6.24 in diese Rente gehen wollen. Bitte nicht vergessen, Rentenantrag stellen. Ganz wichtig.
Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Die Leute brauchen oder die Versicherten brauchen einen Grad der Behinderung von 50, also einen Schwerbehindertenausweis, 35 Jahre Wartezeit. Und da können die Geburtsjahrgänge vom 2.9.1962 bis einschließlich 1.10.1962 erstmals zum 1.6.2024 in die entsprechende Altersrente gehen. Abschlag hier 10,8% beim erstmaligen Beginn. Dann haben wir noch die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Das ist die Altersrente, die aktuell bei der FDP dafür sorgt, dass die Rente am liebsten loswerden würden wollen. Der Rentenbeginn zum 1.6.2024 ist für den Geburtsjahrgang vom 2.1.1960 bis einschließlich 1.2.1960 mit Vollendung des 64. Lebensjahres und 4 Kalendermonate möglich. Sie brauchen 45 Jahre Wartezeit und einen Rentenantrag und natürlich auch, das war es eigentlich schon zu diesen Rentenbeginnen. Und jetzt last but not least die fünfte und letzte Änderung im Juni 2024. Da ändert sich was im Staatsangehörigkeitsrecht ab dem 26. Juni 2024. Es wird nämlich die doppelte Staatsangehörigkeit oder Staatsbürgerschaft eingeführt. Wer also eine ausländische Staatsbürgerschaft hat, der kann auch in Deutschland eine deutsche Staatsbürgerschaft erwerben. Das ist jetzt völlig neu, meine Damen und Herren. Die Aufenthaltsdauer für Ausländer, um eine deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen, wird von 8 Jahre auf 5 Jahre gesenkt. Und last but not least, das finde ich wieder eine sehr gute Regelung, Kinder von ausländischen Staatsbürgern, die in Deutschland leben und wo ein Elternteil dieser Eltern einen unbeschränkten Aufenthaltstitel hat, bekommen mit ihrer Geburt automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft. Das sind sozusagen die Änderungen so ganz grob im Staatsangehörigkeitsrecht, die ab dem 26. Juni 2024 in Deutschland gelten werden. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein von den 5 wichtigen Änderungen im Juni 2024 für Rentner. Es gibt sicherlich noch einen Haufen mehr Änderungen, aber meine Damen und Herren, da werden wir hier gar nicht fertig und ich wollte Ihnen einfach nur die aus unserer Sicht wichtigsten Änderungen mal grob vorstellen. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Ich wünsche Ihnen wie immer eine super rentenstarke Woche, einen wunderbaren Rest Mai 2024, sonnige Tage. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de, Peter Knöppel.